Willkommen zurück hier bei Dead by Daylight. Ich habe langsam ein bisschen Blutdruck, aber... Aber diesmal überleben wir alle. Natürlich überleben wir jetzt alle. Wir sind ja auch die krassen Obergangster hier im Wald. Das wird sich noch herausstellen. Ja, ich drück mal fertig einfach. Ja, ich auch. Ich glaube, da mache ich mit. Boah. Und sage von meiner Seite auch aus auch nochmal Hallo an alle da draußen. Ich glaube, das habe ich nämlich letzte Folge gar nicht gemacht. Ich habe gar nicht guten Tag gesagt. Nee, tschüss habe ich gesagt, aber... Unglücklich wie immer. Der Bauerntrampel. Mal diese bildungsferne Arbeiterklasse. Alter. Jetzt kriege ich sie aber auch. Warum muss ich jetzt schon wieder in der Lobby beitreten? Ich bin in einer eigenen Lobby. Nee, ich bin in gar keiner Lobby. Ich auch nicht. Ach, Smudan. Ja dann. Was ist denn los? Brot kann schimmeln. Was kannst du? Nee, ich komme zu dir gerade wieder rein. Bei mir lädt er irgendwas. Ich habe dir immer den Ladebildschirm hier. Nee, ich kann doch niemals auf deine Einladung klicken. Okay, und er lädt. Wenn ihr ohne mich spielen wollt. Und jetzt bin ich in einer Einzellobby. Ja, ich komme. Nee, jetzt bin ich wieder zurück. Oh, süß ist doch. Wenn man auf Escape drückt, dann kommt die ganze Zeit so ein Slasher-Geräusch. So, die Flake ist da. Moment. So, jetzt habe ich drauf geklickt. Aber mal. Na? Ah, da ist er. Okay, und fertig. Jawohl. Was? Spielbeginn? In 3, 2, 1. Ja, dann kommen wir doch in eine andere Lobby, oder? Suche nach Spielen. Okay, ja, alles klar. Er sucht nach Spielen. Lass uns doch einfach mal ohne Killer spielen. Ja. Und auch dann werden wir lange brauchen, um diese blöden Generatoren endlich. Bei Tag. Ja. Ohne Nebel, ohne Krähen. Genau. Oh Gott, er ist schon wieder bereit. Das ist ein geiler Typ, ey. Wieso habe ich so lange Ladebildschirme, sag mal? Das muss man mal einer erzählen. So eine Holzleitung. Du eine 50.000er Leitung hast und ich eine 100.000er Leitung. Ich eine 16K. Und ich sage dir immer noch, dass das für Online-Spiele null und nichtig ist. Ob du eine 50.000er oder eine 100.000er Leitung hast. Weil nämlich deine Upload-Rate ist nämlich die gleiche wie meine. Ja, das stimmt. Hallo Killer, ich glaube aber, der... Lässt er sich nicht vorbei. Geil wäre auch so ein Spiel, wobei das ist ja sowas wie TTT dann wahrscheinlich, ne? Wo sein Sitzkreis bilden. wo man quasi einfach in der Lobby wäre jetzt mit 4 Leuten. Und der Killer ist nicht bereit. Und einer wäre halt der Killer, weißt du? Aber der müsste sich halt auch so mit uns tarnen, weißt du? Und uns davon überzeugen, dass er nicht der Killer wäre und so. Das wäre geil. Also sowas wie früher bei Knuddels mit Mafia. Ja, oder TTT oder so. Kennst du Knuddels noch? Kennst du Mafia? Ja. Hast du das gespielt? Ja, das habe ich gespielt. Ich auch. Ja, ich möchte nicht behaupten, dass ich gut war. Weil das ich war immer in den Billardräumen. Ja, da war ich auch. Weil ich Mafia nie verstanden habe. Das ist total einfach. Kennst du das Spiel Die Werwölfe aus dem Düsterwald? Was? Kennst du das nicht? Werwolf aus dem Düsterwald? Das ist so ein Gruppenspiel. Oder einfach wie TTT ist das, nur ohne Waffen. Da sitzen alle in einem Sitzkreis. Genau. Und wie Tag Team Terraria? Ja, richtig. Genau so ist das. Nur nicht so erfolgreich. Okay. Du siehst schon einen. Genie. Okay, Geist. Ah, ich hab ihn auch schon gehört. Gai. Aber noch. Klingeling. Nicht bei mir. Oh nein. Oh, natürlich. Oh nein. Ich höre ihn. Ich hab ihn gesehen. Okay, also ich habe mich jetzt hier in so einer Häuserecke verschanzt und ich glaube, ich bleibe bis Ende der Runde hier. Ich habe was Unsichtbares gesehen, jetzt muss er sich aber erst... Du hast was Unsichtbares gesehen? Ja, man krass. Ich habe was Unsichtbares gesehen. Oh, egal wer da ist, lauf! Ich habe ihn gerade zu dir geführt. Toll. Egal wer da ist, lauf.
Hammer an. Wobei das eigentlich ziemlich witzig ist. Ich glaube, er ist ziemlich weit weg von mir. Also ich bin an einer Ecke. Oh, nein, er ist überhaupt gar nicht weit weg von mir. Versuch mal wieder zurück zu dem Generator zu kommen. Höre, warst du das? Ja, ich glaube schon. Ja, ich sehe, du hockst ja gerade, ne? Ja, ich bin rechts von dir. Oh, ganz scheiße. Ganz, ganz scheiße. Dann lass uns da, lass uns zum Generator. Nein. Was, er macht sich wieder unsichtbar? Er hat mich geboxt und macht sich wieder unsichtbar? Komm endlich, komm gefälligst hinterher, du Schwein! Oh, er ist tatsächlich noch hinter mir her! Hey, damit hast du nicht gerechnet, du Hund! Okay, ich sehe ihn da ganz hinten. Also wir können den ganzen... Und damit hast du schon wieder nicht gerechnet, du Hund! Und jetzt gehe ich einfach nochmal andersrum, du Hund! Jawohl, einer ist offen. Ah, hier, wir beiden. Okay. So. Lass mal zusammenbleiben. Ja. Weil nicht so kriegen, sondern ganz normal gehen. Alter, ich hab ihn echt verarscht. Ich hab ihn abgehängt. Ich glaub's ja nicht. Guck mal, wie klein. Verdammte Axt. Ich bin weg. Oh, ist ja noch. Eure Audiospuren sind gerade schon wieder total scheiße. Irgendwas ist bei mir gerade Mist. Ich hoffe, das crasht jetzt nicht das Spiel. Wenn ich mich jetzt mal irgendwo hier verschanze. Scheiße, er ist in der Nähe. Er ist in der Nähe. Liebe Leute, Flake und der Möhre, die haben gerade irgendeine Störung, beziehungsweise mein Aufnahmeprogramm hat hier gerade irgendeine Störung. Das werde ich versuchen gleich zu beheben. Aber der Mörder ist hier in der Nähe. Und ich habe keine Lust, gemetzelt zu werden. Denn gemetzelt werden ist eine schlechte Eigenschaft. Ich höre euch nur so jedes Mal. Echt? Du? Ja. Mich auch? Ja. Oh, dann ist das ja sogar ein globales Problem. Finde ich gut. Ah, jetzt bist du wieder. Ja, alles klar, jetzt ist wieder gut. Okay. Ah. Also war es doch nicht meine Schuld. Finde ich gut. Ich glaube, es lag wahrscheinlich an meinem Zeit hinter mir her. Ja. Ich habe gerade geschrien halt. Ich laufe weg. Aber das hast du, glaube ich, nicht gehört. Also seht ihr, wo ich bin? Am ganz anderen Ende der Map. Also mich hat er gejagt. Mich hat er gejagt und ich habe ihn echt abgeschüttelt. Ja, du hast ihn zu mir geführt. Vielen Dank dafür. Ach, am Arsch. Ich habe mich doch schon seit Ewigkeiten versteckt. Okay, gleich ist... Nein! Boah! Ah, ich war so kurz. Möhre, ich komm zu dir. Hey, hier ist noch einer. Sind wir zu dritt. So, dann heil mich mal. Heil mich mal, Möhre. Da bin ich auch schlecht drin. Und dann holen wir Flakes. Alter! Sorry, ups, Alter! Du tötest mich gleich! Wie gesagt, ich bin ja nicht so gut drin. Dr. Evil, echt. Aua, Mann! Scheiße! Jetzt, langsam ist es nicht mehr. Was tust du denn? Leute, er ist immer noch bei mir. Ich versuche den Bruder irgendwie zu heilen, ja. Ja, okay. Möhre hat gerade meinen Kopf unter den Arm geklemmt und. Okay, wir müssen. Er kämpft hier bei mir. Alter, du bist total weit weg, weißt du das? Ja, das stimmt. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, ich sterbe auch. Er kämpft auch hier die ganze Zeit. Ja, okay, dann lass mal nach den anderen Generatoren suchen. So eine Nut. Eine Nut? Eine Nutte? Blake, es tut mir leid, aber ich verabschiede mich von dir. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Oh, scheiße, die Scheiße. Ja, irgendeiner, der andere Typ, der wollte mich retten. Jetzt läuft er eben direkt in die Arme. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Ja, das hätte er aber sehen müssen, dass du schon fast tot bist.
Aber vielleicht ist er jetzt mit Nahasa beschäftigt. Nahasa Mapetilan? Nahasa mal Gesundheit. Oh, der Möhre repariert. Warum repariert er nicht? Hallo, ich bin Möhre gegenüber. Ich repariere auch. Ach so. Der andere kramt in der Kiste. Toll. Der andere beschäftigt hoffentlich den Geist. Nee, der kramt in der Kiste. Yeah. Und hat eine Taschenlampe gefunden. Lass mal rechts bleiben. Echt? Er hat eine Taschenlampe gefunden? Er ist gut. Ja. Rechts bleiben. Ja, links waren so Rahmen. Wir haben noch zwei, ne? Ja. Und lass uns auch schon mal Ausschau halten nach der scheiß Klappe, ne? Hier ist noch einer. Oh, oh. Ah, fuck. Der Hund? Ja, ich hab ihn schon wieder. Ah, verarscht. Warte, bei mir liegt das Spiel gerade ganz schön. Ah, Alter, er will mich, er will mich, er will mich, weil ich so schön rot bin. Aber er kriegt mich nicht, er kriegt mich nicht, er kriegt mich, nein, er hat mich nicht gekriegt. Gott, ist er blöd. Verdammt, ist er blöd. Also der Intelligenteste ist er nicht. Das Gute halt bei dem Geist ist, dass er dich nicht hauen kann, wenn er unsichtbar hinter dir steht. Ja, ja, er braucht eine ganze Weile, bis er sich dematerialisiert. Jetzt hat er sich wieder unsichtbar gemacht. Jan, warum hilfst du denn Möhre nicht? Alter, weil ich gerade noch gejagt wurde, sage mal. Mal ausruhen, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wo Möhre ist. Der ist bei einem anderen Generator. Ja, ich mach gerade. Ihr seid jetzt beide an Generatoren. Möhre ist gleich mit seinem fertig. Ja. Was macht eigentlich der Dritte? Ja. Ich guck mal, der versteckt sich. Der versteckt sich, oder was? Das ist ein bisschen zu lustig hier liegen. Ich bin gleich fertig. Ja, und dann ab zum Ausgang irgendwo. Aber dann weiß natürlich Ed auch, dass er zum Ausgang muss, ne? Aber es gibt zwei Ausgänge. Scheiße! Ich bin gerade fertig und jetzt ist er hinter dir. Nein, ich will nicht sterben, Mama. Mama? Nein, Mama. Scheiße. Alter, der hat gehauen. Dann mach weiter. Er hat er dich? Hat er dich? Nein, noch nicht. Beschäftige ihn bloß. Ja, ja. Dann sehe ich zu, dass ich... Weil ich bin auch gleich fertig, dann mache ich... Nicht zu mir laufen! Ich krieg einen Herzschlag! Sorry, der Ausgang ist auf. Oh, er ist hinter mir her! Er ist hinter mir! Er ist wieder hinter mir! Die Ratte! Ich guck, ob ich den Ausgang schon aufkriege. Alter, er schlägt und schlägt, aber er trifft mich nicht. Entweder ist es der dümmste Killer, der mir je untergekommen ist, oder ich bin... Aua, verdammt, jetzt hat er mich getroffen. Aber ich habe die Luke gefunden. Ausgang ist auf. Ausgang ist auf. Alter, er hat mich gleich. Mach den scheiß Ausgang auf. Der ist auf. Scheiße, du bist am falschen Ausgang. Also, oder ich bin am falschen Ausgang. Kann auch sein. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Am anderen Ausgang. Ich auch nicht. Scheiße. Nein, jetzt hat er mich. Ach du Scheiße, da ganz hinten bist du. Ja, geh zum Ausgang, komm. Nein, Mann, rette mich. Der Nahasa, der ist ganz in der Nähe. Ich glaube, der will retten. Sehe ich auch nicht mehr. Nee, der macht den Ausgang auf, den bei Jan. Ah, Scheiße, er hängt. So, wo ist der andere? Toll, ich bin mitten auf dem Feld. Ja, der andere hat ja angeblich, der ist da vorne irgendwo. Oder ist der hat nicht einen Generator aufgemacht, jetzt macht er das Tor auf und haut ab. Ja, jetzt bringt sich in Sicherheit. Wo war's? Soll ich versuchen, dich zu retten? Warte. Obwohl er noch eine Taschenlampe hat, weißt du? Nee, er campt hier, er campt hier. Mach erstmal auf da hinten, auf jeden Fall auf. Ja, er ist auf. Hier bei mir. Ja, ja. Komm, lass Jan verrecken. Hat er vorhin mitgebracht. So ist der andere hat sogar noch eine Taschenlampe, weißt du? Gut, Jan, dann. Es war eine Ehre, mit dir zu spielen. Ich bin komme. Alter! Judas! Boah,
das gibt dicke Punkte, ey. Komm, komm, kämpfe, kämpfe! Aber ehrlich, ich habe mich tapfer für die Gruppe geopfert. Ja, ich hab ihm so... Er ist so oft hinter mir her gewesen. Ich glaube, das hätte ich auch nicht... Ich werde mit ausgestrecktem Mittelfinger sterben. Ich muss sagen, ihr habt immer schön die Generatoren gemacht. Er hat ein bisschen rumgesucht, hat sich schön versteckt und hat jetzt zum Schluss den Ausgang einfach aufgemacht. Also er hat wirklich, da war wirklich ein Nutzen, die Sache von euch. Aber gut gespielt. Also nicht er, sondern wir. Pokern. Ja, im Fußball auf dem Boker hätte man ihn jetzt als Abstauber bezeichnet. Zwei Russe. Der Killer. Bitte? Ein Russe war der Killer. Hey. Dann finde ich es umso schöner, dass ich ihm so oft entkommen bin. Ja, wie oft hat man gehört, der Russe steht vor der Tür? LED-Optik? Ungewöhnliche Taschenlampe. Ja, eine Linsenreflektorkombination, welche den Lichtstrahl der Taschenlampe vergrößert. Erhöht leicht die Lichtstrahleffizienz. Okay, Taschenlampe gegen Killer. Aber ich komme mit dieser scheiß Taschenlampe sowieso nicht klar. Und die habe ich auch noch nie gehabt, die Taschenlampe. Ich hab ein Add-on habe ich gekriegt. Starkes Halogen. Seltene Taschenlampen-Add-on. Aber die sind immer noch nicht weg, die Handschuhe und das Medikit. Nicht? Oder, glaub nicht, ich weiß es nicht. Nein, die hast du, wenn du bei dir auf Ausstattung gehst und dann mal auf Item klickst. Ja, danke. Dann kannst du die auswählen. Und Add-ons, Gummihandschuhe. Genau. Wieso hast du noch die Zeit? Und dann kann ich auch auf Abvergabe gehen? Geht da was? Nee, da geht nichts. Wie viele Minuten hatten wir jetzt? Wir sind jetzt bei 13, also eine Runde können wir noch machen. Ja, dann noch eine Runde machen wir. Oh, können wir noch. Wenn noch einer muss, aber dann ist Schluss. Frau Jonsen. Oh, Bröse, sie schlimmer, sie. Mein Name ist Herr Röhrig. Dass ich der Röhrig bin. Der Möhre bin. Das weiß schon jedes Kind. Guck mal, ich habe ein Täschchen dabei. Wir nutzen die Verzögerung und schicken die Luft bis bald. Aber ganz kurz, also jetzt habe ich ja dieses tolle Köfferchen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, das sehe ich. Und ich habe jetzt dieses tolle Köfferchen. Könnte ich jetzt da... Ja. Ich bin ja auch Sanitäter, ne? Sanitöter. Mir lag's auf der Zunge. Was habe ich? Rettungsartist. ja, muss ich da jetzt, muss ich das auswählen oder ist das jetzt auch? Nee, wenn du jetzt wen heilst, dann geht das schneller. Okay. Nee, dauert aber nicht wenn so lange ich jetzt wie bei natürlich mir als erstes sterbe. Ich glaube, das musst du dann allerdings mit. Du kannst normal heilen mit M1, also mit Maustaste, also mit linker Maustaste. Genau. Ja. Oder eben mit deinem Verbandskasten heilen mit M2, also mit der rechten Maustaste. Ja. Okay, solange es nicht das Mausrad ist, weil das ist kaputt. Nein, es ist nicht das Mausrad. Nein. Nee, das stimmt. Das Mausrad ist es. Oh, der Killer ist fertig. Dann dauert es auch nicht so lange wie jetzt gerade bei Smoothie. Also, ich habe jetzt rausgefunden, es gibt auch Truhen, in denen man Sachen findet. Ja, richtig. Da kannst du halt auch so ein Medikit rausziehen. Oder eine Taschenlampe. Damit blendest du den Killer. Dann kann er dich nicht so gut sehen, glaube ich. Ja, da brauchst du ein bisschen Feingefühl für, weil den musst du dann auch wirklich ins Gesicht blenden und das ist nicht so einfach. Ja, habe ich noch nie benutzt. Bitte einmal ohne Effekt. Und dann. Ich bin immer noch Level 1. Ja, ich auch. Ich bin Level, also mein Charakter ist Level 2. Aber ich habe jetzt auch schon den ersten Stern hier für Überlebenden Rang. Ja, ich auch, total cool. Ja, nee, du hast dein Zwilling ist gejoint, aber mit Krawatte. Ja. Das ist der Büro-Loser. Ich bin der Pizzafahrer-Loser. Ich will nicht. Ach, gerade waren wir echt cool, ey. Ja, ihr. Ja. Ach, das war ich. Okay.
Und ja, das ist richtig aufregend mit unserem Spiel, ich merke das schon. Ich bin hungrig und dann werde ich müde. Und knörig. Knörig? Knörig. Blüterig. Dass ich der Röhrig bin. Dass ich so knörig bin. Das weiß doch ja. Jedes Kind. Um Gottes Willen. Wir reißen meine Ausland. Keine sind ja, das stimmt, jawohl, das stimmt. Eisenhütte der Qual. Chips und Cola. Seine Firma, ey. Eisenhütte wo der treffen Qual. Wir? Wo treffen wir uns auch? Eisenhütte der Qual. Ja, in Hannover oder trifft man sich unterm Schwanz. Oh, schön. Ja. Köln auch. Den Witz habe ich nicht verstanden. Köln oder Hannover? Oh, ich laufe natürlich auch direkt auf den Killer zu, das ist sehr klug. Und was ich dir noch sagen wollte. Ja, genau. Ich werde mich erstmal hier am Feuer. Ich werde jetzt hier reparieren. Oder sag einfach mal Klippe. Ich wusste, ich habe was vergessen. Oh, der ist ja hinten lang gelaufen. Oh, gesehen. Ich finde, der Killer, der sollte sich auch umdrehen und jedes Mal erstmal noch bis 100 zählen, bevor es losgeht. Ja, richtig. Also wenn ich ein Killer wäre, würde ich das machen. Du wärst der fairste Killer der Welt, ne? Ja. Ah, tut mir leid. Oh, hier, irgendwer in meiner Nähe bitte, arbeitet gerade am... Oh, das ist... Ach, hier, das ist Leute, der... Leute, Jan, ich brauch mal kurz Ruhe. Wofür? Killer sind das hier. Ah, scheiße. Oh, jetzt hab ich's mittlerweile raus mit den Generatoren. Es tut mir leid, Fakes, Alter, es tut mir leid. Sagte er und es explodierte. Dass ich der Mann. Wenn man sich einmal. Nein! Verdammte Scheiße, ey. Hol, Blake ist also auch hier irgendwo in meiner Nähe. Ja! Hol! Weil ich hatte nämlich gerade noch einen Herzschlag. Alter. Ich und dann wurde Blake gemetzelt. Mann, ja. Das ist rechts von mir. Aber warte, wenn der nicht hier an den Haken hängt, dann hocke ich da. Dann hoffe ich natürlich noch nicht, dass der mich sieht. Natürlich doof. Alter, wie viele Fähigkeiten-Checks ich hier habe. Unmöglich. Ich habe gerade irgendwie 3-4 Mal das einfach platzen lassen. Ich habe schon halbe Generatoren ganz ohne Fähigkeiten-Check gemacht. Ja, ich hocke da hinter der Ecke, wenn er mich nicht sieht. Oh, der macht eine Falle direkt vor meine Füße. Okay. Ach, ist der Fallensteller? Ja. Ist er da noch? Ja, noch ja. Sag bitte, dass er rechts rumgeht. Bitte, er geht rechts rum. Er geht zu dir. Also zu irgendeinem Gelben geht er. Nee, zu dir nicht, Möhre, du kannst. Aber pass auf, da ist eine Falle direkt unter mir. Hinter dir! Scheiße, ich hab's auch gesehen. Ist nicht wahr, oder? Ist eigentlich, wenn ich einen Fluchtversuch mache. Ah! Dann stirbst du schneller. Das war schlecht. Dann mach ich was? Dann stirbst du schneller. Ja, aber vielleicht schaffe ich auch den Fluchtversuch. Also, ich hab's noch nie geschafft. Die Chance ist sehr gering. Scheiße, ey. Da bin ich ihm direkt in die Arme gerannt. Trägt er dich noch? Trägt er dich noch? Ja. Und jetzt bin ich. Jetzt, Nein! Verdammt! Verdammte Scheiße, was soll das denn? Komm her, komm. Aber 295433654 könnte eventuell noch was werden. Sehr origineller Nickname auf jeden Fall. Ich frag mich, ob deine Freundin nur 295 nennen. Ey, verdammt! Da wollte ich die Flake retten und bin in diese verkackte Falle gelatscht. Ich unter mir eine Falle gestellt wurde. Ja, ich hab's vergessen, ey. Das ist so ein Mist, aber auch. Und jetzt hängt er mich. Hallo! Kuckuck. Oh Gott, ich hab das Wiggeln vergessen! Oh, Scheiße. Ja, ich bin tot. Und okay, da geht alles fängt an 295433654. Ja. Oder wie seine alles Freundin hängt an 295. Du Kacke. Da ist er geopfert. Ich versuch's mit dem Fluchtversuch. Geht nicht anders. Ja. Ja, also mehr kannst du auch nicht machen. Ja, dann ich guck mal, was der 295 macht. Aber wir hatten ja sowieso schon 13 Minuten. Ja, deswegen haben wir gedacht, wir machen mal eine kurze Runde. Ja, richtig. Das war alles Absicht. Das war Absicht.
Aber warte, warte, warte. Er kommt in meine Richtung. Er kommt in meine Richtung. Ich glaube, er holt mich. Ich glaube, er holt mich. Ich glaube, er ist voll der Held. Nein, da ist eine Wand. Da er ist ein ganz schön bescheuerter. Alter, wo willst du denn hin? Nochmal links, nochmal links. Ah, guck. Hilft dann zu. Alter, das war aber in Mann, wie blöd bist du denn? Bist du, sage mal. Er rennt zweimal um mich rum, gefühlt. Was ist das passiert? Und wartet, bis ich sterbe? Ja, vier Generatoren, das schafft er wohl. Kann man irgendwie Sprachchat machen oder so? Rush Beast, Zucker. Ja, genau. 295. 295. Los, 295. Los, 295. Ja, jetzt will ich dich aber auch sterben sehen. Du unfähiges Etwas. Für dich immer noch Herr 364. Oh, nein, er hat disconnected. Ich glaub's ja nicht. Krass. Ja, okay. Ja. Die Ratte hat disconnected. Ich. Das. Nein. Das war. Im Ernst, das hätte. Weiß nicht, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich habe nur gesehen, dass er bei mir gestanden. Also mehr gestanden. Er rennt um einen Zugang zu mir, rennt er vorbei. Er rennt am anderen Zugang vor mir vorbei. Er rennt dreimal um mich rum. Und dann fällt ihm ein, er könnte mich ja mal vom Haken ziehen und dann bin ich tot. Ja, das war. Ich bin empört. Oh Mann, ey. So, wie viele Minuten haben wir? Sind wir bei 20? Ja, wir sind jetzt bei 22. Ja, 22,5. Dann, ja, eigentlich. Dann nehmen wir jetzt alle den Baldrian. Genau. Und dann, ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Dead by Daylight. Hier an gleicher Stelle. Ja, bis dahin. Auf Wiedersehen. Jawohl. Tschüss. Macht's gut.